Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Kurz vor unserer Solaranlage. Das Schlimme ist ja eigentlich, ne, dass wir die ja oben hinstellen wollen. Und das ja eigentlich gar nicht mal so einfach ist, weil ich ja hierfür auch noch Kleber brauche. Aber, schau mal, wir 4 Kleber. 6 Kleber. Ha! Das haut ja hin. Ach nee, ich muss ja den bauen. Ach, auch 4 Kleber. Ja, das ist ja okay. 4, 4, den haben wir da übrig. Ein Seil. Brauchen wir dafür denn noch Seil? Achso, ich gucke ja falsch. Hier? Ne, da brauchen wir nur Bretter. Dann können wir das ja schon mal bauen, die Dachluke. Ne? Dann kommt die ja hier ran. Und dann müsste ich, glaube ich, hier noch eine Menge reparieren eigentlich. Der Honig so geil ist, ne? Besonders. Ah ja, der Brennstoff hier. Ja, nicht zur Neige geht, aber schon ein bisschen runtergegangen ist. Ey. So, Dachluken-Mode. Nee, bitte ordentlich. Ich hätte es gerne ordentlich. In diesem Leben noch vielleicht. Das sieht doch ordentlich aus. Ah! Ah, okay. Okay. Ah. Hello. It is me you looking for. Cool. Wie sieht das jetzt hier aus? Ha. Gut. Jetzt können wir den ausmachen. Jetzt macht die Batterie sich da ein bisschen voll. Und ich hoffe, das bringt ein bisschen was. Klar, wir haben jetzt hier nicht so die schönste die schönsten Sonneneinstrahlungen, ne? Aber wir haben auch irgendwann wieder richtig, richtig Sonne. Glaube ich zumindest. Achso, den hatten wir schon. Den hatten wir auch schon. Muss mal gucken, welchen wir noch nicht hatten hier. Den hier noch nicht. Hau drauf hier. Und dann müsste ich auf jeden Fall noch ein paar Verbände herstellen. Ich irgendwie Angst habe, wenn die Bösewichte dann mal wieder kommen, dass ich da tierisch auf den Sack kriege. Das wäre auf jeden Fall nicht so geil, ne? So. Hier haben wir ja nichts zu essen. Weil ich mein Essen alles hier nicht mache. Weiß man nicht. Hm. So. Ne, hier kann ich nur das Wasser reinnehmen. Sind die alle hier schon? Oh, guck mal. Von wegen, ich werde alles gnadenlos verbrauchen. Ne. Das verbraucht mich. So, die Karotten nehme ich mal mit, weil die müssen ja unten da ins Futterchen rein. So, Futter nehme ich ein bisschen gering. Nur 47. Oh, die fressen mir alles weg, wa? Aber ich stelle mir vor, hätte ich die Base jetzt unten gebaut. Ich hätte ja so eine Probleme, wa? Ich würde ja tierisch auf den Sack kriegen, die ganze Zeit, ne? So, Stromanlage. Solar. Können wir bauen. Und zack, wir sind masselos. Heftig, ne? Ah, ich bin mal gespannt, ne? 1,33 machen wir rein jetzt. Was wir jetzt mit denen hier gleich reinmachen. Stellen wir mal auf, aber ich stelle das mal lieber hier hinten hin, weil von der Seite greifen sie am wenigsten an. Nach dem Süden ausrichten, war am besten. Kann ich das so nicht drehen irgendwie? Aha. Gut. Muss ich jetzt hier irgendwas machen? Hier.
Verbesserte Sensorik. Verbesserte Stromgewinnung. Stromgewinnung. Oh, das ist gut. Wie? Was? 0,05? Jetzt halte ich ja gerade mal den da unten da. Was? Das ist aber gering. Zwei Seen und ich bin dabei. Aber ich glaube, wir haben keine Seen mehr. Nee. Alles Sehne weg. Okay. Jo, also das ist stellenweise ganz schön frech, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, warum die hier da so gegen geballert haben. Guck mal, die sind fast alles kaputt, ey. Fußboden sieht soweit okay aus. Ah, wir hauen drauf und machen eigentlich erst ganz, aber irgendwie kleine Löcher rein. Okay, wir brauchen immer noch Holz. Gut, ihr seid hier ein bisschen noch am Wachsen. 1% Dünger rein. Ja, doll ist nicht. Auch nicht doll. Mein Hab und Gut werde ich hier mal reindüttern. Ja, können wir auch hier unten reinmachen. So. So. Kleber hier noch wieder rein. Mal ein bisschen hier so Grundordnung machen, ne? Trinken wir gleich mal einen Schluck. So hätte ich nicht gedacht, ne? Dass wir jetzt nur so ein bisschen Energie da machen, ne? Echt nicht. Ich mir mehr erhofft. Ich muss ja auch mal jetzt noch eine Picke herstellen. Wenn wir hier mal irgendwann eine zweite Kammer machen wollen. Eieieiei. Aber ein Grad, zumindest ist mal jetzt nicht so kalt. Sind die Bäume wieder okay oder muss ich jetzt weiter... Ne, ich muss weiter weg. Ich will aber dann lieber so nach hinten flüchten. Weil wenn ich zu nah dran bin, ist das auch nicht geil. Oh, dich erstmal gleich. Einfach so, weil es kann. Ja, es bleibt trotzdem noch wichtig, obwohl wir so viele Fasern sammeln, dass man da dran bleibt und die dann trotzdem aufhebt. Genauso. Wie dich hier. Ja, was los? Oh! Oh! Wo ist das Vieh? Oh! Oh! Alter Schwede! Wo war der? Welche Wege nimmt er? Warum macht er das? Heftig! Also der kann höher springen als alle anderen. Warum auch immer. Nicht lustig. Gar nicht lustig. Also ich fand ja gut, dass die sich ja teilweise denn da so Mühe geben. Aber dass er jetzt hier erkennt, wie er hier so mitspringen kann, das ist natürlich wiederum nicht so geil. Mach ich jetzt schon mehr Strom? Oh ja, ein bisschen. Wow, geil. Richtig geil. Ich brauche ein paar Racks auf jeden Fall, ne? Das sollten wir auf jeden Fall mal so ein bisschen herstellen. Ja, 5 Stück, das sollte erstmal reichen. Aber jetzt nicht so viel machen. Und auf jeden Fall muss ich Holz. Holzen. Den alten Holzmichi spielen. Ich will gar nicht hier so nach vorne weg. Ich immer das Gefühl habe, hier könnten die ja kommen, ne? Weil wenn hier welche kommen, dann sind die hier von vorne.
Das ist wiederum jetzt auch nicht so geil. Ich glaube, da hinten lag eine Kiste. Irgendwas habe ich da gesehen, aber... Komm, ich schlag da mal ein Loch ins Wasser. Ich muss auch ein paar Bretter mal herstellen gleich. Die hatte ich ja fertig hier, ne? Ja, wollte schon sagen. Müsste auch mal nach meinen Eisdinger da gucken, ne? Bin wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, wenn ich hier mal auch so mal reingucke. Tschüss. Okay. Hier ist nichts. Hier haben wir wenigstens mal einen Fisch drinne. Naja, wird ja gleich ein bisschen wärmer. Soll sie nicht so haben, ne? Andere haben es noch schlimmer als wir. Ein bisschen die Friere da. Wo ich das schon ziemlich frech finde, wie schnell doch die Gegner Sprengstoffdinger haben, ne? Und voll losballern können. Schon ein bisschen heftig manchmal. Oh ja, das hat sich ja mal gelohnt. Das ist auch noch ein Kistchen. Ich hätte gerne mal wieder eine Sonderkiste. Ich glaube, ein Karottchen war da links. Oh ja, geil. Gitte, gitte. Guck mal, der eine steht da oben. Ich bin nur der Nachbar, ich will nicht. Ich dachte, die jetzt endlich wieder an die rankommen, ne? Weil sie Stress machen. Oder Stress wollen. Ne, du kannst da hinten bleiben. Klar, lieber hätte ich so, dass die gegen andere kämpfen. Bretter könnte ich schon mal herstellen, ne? 4 Bretter brauche ich ja dafür, glaube ich. Ja, das war's dann schon. 4 Bretterchen. Und da oben ist ein dicker Baum. Die können wir eigentlich oben mal eine Larve holen. Aber trotzdem ist es ein bisschen wenig, was da ins Netz gegangen ist, ne? Also beziehungsweise in die Falle rein. Weil wenn man mal so bedenkt, dass ich eine Weile nicht mehr da unten war, ist das schon ein bisschen frech irgendwie. Gib mir eine Larve. Oh, Bobbele. Bobbele, ich hol dich mal. Bobbele, rennt doch nicht so weit weg. Erstmal ein Karottchen. Warum rennt er denn jetzt hier seine Kilometers? Das steht so nicht im Skript. Oh, ich hab mich schon wieder erschrocken. Das ist doch letztes Mal schon passiert. Okay. Was brauche ich alles für einen Bogen? Mir erstmal hier so ein bisschen safe-mäßig irgendwie hinstellen. Gut. Ja, ich einen guten Rundumblick. So, 5 Stöcker. 1, 2. Ah, stopp mal. Reparieren, 3 Stöcker. Aha. Und ein Tau. Da kriegen wir aber hin. Können wir noch einen Tau herstellen?
Und dann können wir dich reparieren dann. Besser ist. Also hier scheint es kalt zu sein, aber noch nicht ganz so kalt. Auf jeden Fall. Gucken wir gleich mal. Hier noch ein bisschen das heilige Kraut genommen. Ja, ja. Lass mich. Ich habe ja nichts gemacht. Ach, da so ein Bob sucht schon wieder Schutz beim Wolf. Wisst ihr, den greift ihr nicht an, ne? Aber... Naja, dich muss ich jetzt wirklich reparieren, weil sonst ist da unten mit Töten schlecht. Muss ja die irgendwie umliegen hier. So, und kann ich jetzt auch eine Axt mir, eine Picke bauen? Zwei Tau fehlen. Ah, okay. Ein wenig mal Taumangel. Also geht, ne? Guck mal, da oben ist eine Kiste. Die wollen wir uns mal nehmen. Und dann mal uns umgucken. Ja, da war ja nichts drinne. Nur nichts. Gar nichts. Das sieht besser aus. Das gefällt den Sioni aber richtig, richtig gut. So, haben wir hergestellt, wa? Ne, müssen wir neu herstellen. Pass auf, hier, jetzt können wir es herstellen. Geil. Dann können wir ja gleich so ein bisschen munischen. Okay, dazu fehlen uns schon wieder Stöcke. Ah, ich muss aber mit dem Baumhacken auch dranbleiben. Also es geht schneller abwärts, als man gucken kann. Hätte gerne noch so 1, 2, 3 Munition oder sowas, ne? Also, die, hier die Sonderkiste, ne? Die mit dem Dietrich, das wäre jetzt irgendwie noch richtig sexy. Ich sag das immer sehr oft, weil ich immer denn die Hoffnung habe, Gott, dass das einer hört. Und, also vom Spiel, ne? Und mir das denn so gibt. Das ist so meine Hoffnung. Aber ob das denn so passiert, weiß ich dann auch natürlich nicht. Ob wir das passende finden. Aber manchmal ist ja hier Opfert. Manchmal halt nicht, ne? Mit dem Wolf, das macht mir immer noch richtig platt im Kopf, ne? Dass der höher springen konnte als ich. Also, ne? So praktisch. Ne, der hat 85. Naja. Jaha. Ich hab's doch gehört. So. 0 Grad? Gerade so die Schmerzgrenze. Oh, was macht der denn da hinten? Oh.
Hi, Bob. Also das mit den Schießen, das weiß ich nicht. War teuer, zu teuer. Dann sollte ich warten, okay, dann machen wir das nicht mehr jetzt hier, dass die hier so langlaufen oder so. Sondern ich mache das wirklich nur noch... Naja, das hat sich jetzt nämlich nicht so richtig gelohnt, ne? Gute ist natürlich, okay, mal, das ist leider verbrannt, aber das können wir rausnehmen. Braten wir das Fleisch hier noch. Ja, das hat sich gar nicht gelohnt. Hauptsache, du kriegst jetzt hier eine Junge. Nee. Also, was, also lohnmäßig ist das nicht so, ne? Wim hat geschrieben, dass hier die Hühner am besten sind, weil die jeden Monat Eier. Ah, ganz ehrlich, wir brauchen das. Ja, hätte ich jetzt nur 2 Schuss gebraucht, dann wäre es was anderes. Aber so ist jetzt ein bisschen doof gelaufen, muss ich sagen. Klar, jetzt hier wollten sie sich neu niederlassen, warum auch immer. Finde ich jetzt persönlich auch nicht so geil. Bleibt aber ruhig mal hinten. Oh, da oben ist eine Kiste. Die wollen wir noch. Eine geht noch. Eine geht noch für uns. Eine geht noch. Eine geht noch für uns. Ah, wir haben ja hier haben wir noch eine Munition drin, ne? Ja, damit muss ich sparsamer sein. Das ist nicht so cool, wie ich das mache. Da muss ich wirklich warten, bis die sitzen, sich nicht mehr bewegen oder sowas, ne? Dann ist das halt so. Aber wenn das Spiel... Ja, ist ja ein bisschen cool. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kugel so spät ankam und ihn nicht trifft. Oh ja, jetzt haben wir noch einen Schuss. Noch besser. Und jetzt haben wir nicht noch einen Schuss, aber es ist okay, ne? Doch gerne von denen, da haben wir natürlich zu wenig gesammelt. Oh, hier ist noch was. Arznei. Ja, ist okay. Ich will jetzt hier nicht sporadisch voll meckern. Könnt ihr mal gucken, was die hier hinten machen. Ja, sitzen auch 2. Aber ich weiß nicht, warum so komisch. Aber es soll mich jetzt auch nie interessieren, ne? Vor uns ist noch ein Kistchen? Ne. Da ist er aus, ne? Ach, guck mal hier, Spawn direkt vor uns, ne? Wenn die Kiste vor dir spawnt, freue ich mich. Wenn die Kiste vor mir spawnt, freue ich mich. Ja, wenn die Kiste vor mir nieder spawnt. Ja, dann freue ich mich. Bleib bloß da hinten, ne? Hätte auch gerne, wenn die einzeln wären, ne? Ich würde ja auch da hinten hingehen, aber ich traue mich nicht. Also traut schon, klar, was soll denn passieren, ne? Die box ich weg, aber muss ja jetzt ja nicht sein. So, jetzt haben wir von oben natürlich nichts. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm, ne? Weil energiemäßig sieht es ja ziemlich gut aus. Und dann würde ich sagen, guck mal, hier ist das auch schon. Die Baumwolle ist fertig gewachsen. Geil. Die pflücken wir noch. Der Rest, der sieht eher ein bisschen nicht romantisch aus. Aber passt.
Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und bye bye. Ciao.